Hallo, liebes Publikum des 35. Internationalen Filmfestivals in Braunschweig. Hier ist der Sebastian Koch. Ich bin, wie Sie sehen, nicht in Berlin, sondern auf einer Kykladeninsel und versuche die letzten Sonnenstrahlen hier noch einzufangen. Es ist wunderschön hier. Aber ich freue mich sehr, am 6. November in Braunschweig zu sein und diesen wunderbaren Preis entgegenzunehmen. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich riesig. Die Macher des Festivals haben eine Art Retro zusammengestellt. 9 Filme aus den letzten Jahren. Eine tolle Zusammenstellung. Bridge of Spies, Au nom de ma fille, Das Leben der Anderen, Albatros, eine englische Komödie, die aus irgendwelchen Gründen nicht nach Deutschland kam. Die Braunschweiger haben es geschafft, diesen Film herzuholen. Ich freue mich sehr, den mit Ihnen anzugucken. Es spielen mit die ganz junge Jessica Findlay Brown und Felicity Jones, mittlerweile 2 große Namen in Hollywood. Das waren so die Anfänge. Und meine Frau wird gespielt von Julia Ormond. Also ein hochkarätig besetzter Film. Sehr einfach ein komischer, toller Film. Würde mich freuen, Sie dort zu sehen. Am Vorabend der Preisverleihung, also am 5. November, am 5. November gibt es eine Lesung, die heißt Paradise. Das ist ein Abend, den ich mit Daniel Hope zusammen entwickelt habe, diesem wunderbaren Geiger, guter Freund und ein großer Star in seinem Fach. Und wir haben eine Collage über das Paradies gebaut und zu einer Geschichte verwoben, mit wunderschöner Musik, großartigen Texten. 2 Männer, 2 Spots im Braunschweiger Dom am 5. November. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Und überhaupt freue ich mich auf die Tage in Braunschweig und sage Tschüss, bis dahin, bye bye.